erzähl, Hermann. Fräulein von Hammersmark. Oberstlander, es ist lange her. Schneidig wie eh und je. Also, was ist mit Ihrem wunderschönen Bein geschehen? Ein Nebenprodukt der Arschtritte, die Sie in der deutschen Filmwelt aus, dein Zweifelsohne. Sparen Sie sich Ihre Komplimente, Sie alter Hund. Ich kenne zu viele von Ihren früheren Eroberungen, als dass ich in Ihren Honigtopf treten könnte. Na, im Ernst, was ist passiert? Tja, ich habe mich, dummerweise muss ich eingestehen, im Bergsteigen versucht. Das ist das Ergebnis. Bergsteigen? Dabei haben Sie ihr Bein verletzt, beim Bergsteigen? Ob Sie es glauben oder nicht. Vergeben Sie mir, gnädiges Fräulein, ich wollte mich nicht über Ihr Unglück lustig machen. Es ist nur Bergsteigen. Jetzt bin ich aber neugierig, was könnte Sie zu einem dermaßen tollkühnen Unterfangen getrieben haben? Also ich werde es nicht wieder tun, das kann ich Ihnen sagen. Der Gips ist so frisch wie mein alter Onkel Gustav. Wann haben Sie denn diesen Berg bestiegen, gestern Nacht? Scharfes Auge, Oberst. Es ist gestern Vormittag passiert. Und wo genau in Paris ist dieser Berg? Nein. Ich mache doch nur Scherze. Gnädiges Fräulein, Sie kennen mich doch. Meine Scherze sind ein bisschen grob. Wer sind denn Ihre drei Fashion-Begleiter? Ich befürchte, dass keiner von Ihnen ein einziges Wort Deutsch spricht. Es sind Freunde aus Italien. Dies hier ist der hervorragende Sensationsdarsteller Enzo Gorlomi. Ein sehr talentierter Kameramann, Antonio Margheriti. Und Antonios Kameraassistent Dominique de Cocco. Signori, questo è un vecchio amico mio, Colonnello Hans Landa della SS. Buongiorno. Signori, è un piacere. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. Gorlomi? Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlomi. Mi scusi, con me? Gorlomi. Ancora una volta. Gorlomi. E come si chiama lei? Antonio Margheriti. Ancora? Margheriti. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margheriti. Margheriti. E lei? Dominic de Cocco. Come? Dominic de Cocco. Bravo, bravo. Ich glaube, meine Kamerafreunde müssen ihre Plätze finden. Lasciatemi vedere i vostri biglietti. Ich glaube, für einen Star von Ihrem Status wird es nicht allzu schwierig gewesen sein, Premierenkarten für Ihre Freunde zu besorgen. 0023, 0024, non sarà troppo difficile di trovare. Arrivederci. 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 Arrivederci.